Ich muss zusammen mit Horatio, dem Engel vom Teufelsberg, diesen Cocktail schütteln. Und dann darf ich ihn erst trinken. Ja, langsam dämmert das so ein bisschen, dass es nicht nur Cocktail schlürfen wird. Hast du schon Schiss? Bisschen Angst habe ich schon. Ja. Ich musste ja wirklich diesen ganzen Berg hochlaufen. Bei 37 Grad in der prallen Sonne. Ich frage mich ja auch, auf welche Art und Weise man so einen Cocktail shaken kann. Okay, let's go. Und ich dachte, dass dieser Weg kein Ende nimmt. Dann lag auf dem Boden auf einmal wieder ein Brief für mich. Benutz mich. Ein Fernglas. Dann bin ich noch so ein paar Meter weiter gelaufen. Okay. Das scheint mir hier ein Paragliding-Hotspot zu sein. Dann hat es natürlich auch bei mir geklingelt. Horatio, der Engel des Teufelsberges, muss ja dann wahrscheinlich auch ein Paraglider sein. Oh, 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 was macht denn der da? Was geht denn mit dem ab? Oh mein Gott, der hat sie nicht mehr. Das sah echt angsteinflößend aus. Dann ist dieser Typ gelandet. Hello, Paulina. Oh. Oh, are you Horatio? Yes, I am Horatio. Oh mein Gott. Und ausgerechnet dieser Typ war dann Horatio. Yeah, we have to shake. Now we have to go to fly together. Und dann hat mir Horatio erklärt, wie wir diesen Cocktail shaken. We will shake this cocktail very much with 66 revolutions. No! Mit dem Paraglider hochfliegen auf 1200 Meter Höhe und dann 360 Loopings machen. 66 times? 66. Why 66? Because this cocktail has 66 per meter. Das finde ich frech, dass du Lappen dir sowas aussuchst für Paulina. Du kannst nicht mal auf so einen Kinderhocker zum Zähneputzen draufsteigen, ohne dass du Höhenangst kriegst. Aber sie soll da mit so einem Paraglider da ihre Runden drehen und da irgendwo Loopings machen in der Luft. This is gonna be just one more experience for you. A beautiful one. Es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie den Typen hingestellt habe, der da mit den Touristen zum Strand runterfliegt, sondern das ist der beste Paraglider, den man kriegen kann. Actually, I have the world record of this maneuver. 568 revolutions. No. Und ich rede ja nicht davon, dass der mit ihr den Weltrekord aufstellen soll. Der soll halt mit ihr das Getränk da durchschütteln, weil es halt geschüttelt werden muss. Oh mein Gott, das ist halt part of the deal. Ich meine, Paragliding habe ich schon mal gesehen, aber das mit den Loopings, das ist einfach echt heavy und dann noch 66, also es ist. Ist jetzt gerade nicht der richtige Augenblick. Das heißt aber, wir probieren es oder was? Ich war total hin und her gerissen und habe gedacht, das ist einfach wirklich serious shit. Das ist ja, da ist ja kein doppelter Boden dabei. Laut die Weltstatuten können wir dich nicht zwingen. Aber wenn du den Punkt für Klaas holen willst, müssen wir uns langsam entscheiden, weil Horatio meint, dass der Wind auch langsam dünner wird. Du kennst den Typen 30 Minuten, wenn überhaupt, 20. Hast gesehen, wie er da irgendwas in der Luft gewirbelt hat. Und dann sollst du mit ihm da hochfliegen.